Zug gezogen. Versuchen gerade Dame zu spielen. Wir versuchen. Aber es klappt nicht so ganz. Also was heißt, es klappt nicht ganz? Irgendwie noch so ein bisschen planlos alles. Wir sind mittlerweile bei Mensch, ärgere dich nicht gelandet. Nathalie ist gerade die Anleitung, weil wir nicht mehr wissen, wie das geht. Also wir haben so eine Ahnung, aber. Ist zu lange her. Ja. Also ich bin der Meinung, man muss. Kannst du kurz leise sein? Ja, kann ich. Ich erkläre den Leuten aber, wie Mensch, ärgere dich nicht funktioniert. Entweder man spielt mit einem Würfel und man muss eine 6 würfeln und man hat 3 Versuche dazu, damit dieser Typ da rauskommt. Oder man spielt. Ich nehme 2 Würfeln, kann nicht sein. Ich kann mich nicht kurz das Gesetz. Nein, es ist kein Spiel. Weil warte, der Spieler, der in der Reihe ist, würfelt und setzt sein Spiel. Aber eigentlich muss man auch erstmal würfeln, damit der Typ da hinkommt. Also den freiwürfeln. Aber Martha sagt, er muss hier hin. Naja, wenn das so steht in der Anleitung, dann steht das so. Aussicht ist immer noch okay. Schon mehr Sonne. Morgen wird eh perfekter Tag. Und? Also Eigentlich geht's direkt los ohne freiwürfeln. Naja, wir melden uns gleich, wenn es losgeht. So, also Martha hat jetzt ganz komische Regeln rausgesucht, nein, die da da steht drin das stehen. auch nicht Ja, ist okay. drin. Also, spielt ihr Mensch, ärgere dich nicht so, dass man einfach direkt anfängt und man muss, also man würfelt halt, jeder würfelt einmal und der die höchste Zahl hat, fängt an. Ja. Oder spielt ihr Mensch, ärgere dich nicht so, wie die eigentlichen Regeln sind, dass der Typ da drin ist, man hat 3 Versuche, eine 6 zu würfeln. Und nur wenn man mit eine 6 gewürfelt hat, dann darf er hier raus. Und dann muss man nochmal würfeln, um die Zahl zu bestimmen, wie viele Schritte er geht. Aber warum? Wir müssen ja eh irgendwann anfangen. Ja, aber das ist genau das Ding. Das ist ja der Sinn von Mensch, ärgere dich nicht, dass du richtig lange brauchst, um überhaupt rauszukommen, Ja, okay. So können wir es aber auch spielen. um Vielleicht dann ist das die davon zu. Kinderversion oder so. Ja, also das stand so im Internet. Okay. Okay, let's Ja, go. ich kenne das auch noch irgendwoher. Ah, nichts. Ich bin ein fairer Spieler, ich bin ein fairer Gewinner, ich gönne, ich habe mich nicht aufgeregt und sonst was. Und du kriegst einfach nur Glück vom Scheiß-Universum, aus welchem Grund auch immer. Du musst irgendwas in deinem Leben muss passieren, was so schrecklich ist, dass du immer gewinnst, dass du wenigstens diese Freude als Erinnerung noch hast. Guck mal, du Spiel gönnt eine 6, aber du hast Spiel verkackt, gönnt eine 6. weil du da deinen Typen widerstehen Spiel hast. gönnt gar nichts. Sieh dir das doch mal an. So. 3. 1, 2, 3. Hey, du hast auch gerade meinen zerstört. Aber einen von 50.000. So, ich habe nichts sonst. Du zerstörst mich schon zum vierten Mal und ich habe dich einmal zerstört. Meine Fresse. Ich will, dass du dich irgendwann mal so richtig ärgerst. Eins. Das zu zweit zu spielen, ist halt auch einfach scheiße. Wieso? Man Ja, weil ärgert sich trotzdem. du hättest noch mehr Gegner gehabt. Weißt du, wäre ich schon wieder an diesem Punkt, okay. Aber würdest du wenigstens auch von zwei Leuten gejagt werden, das wäre wenigstens noch witzig für mich. Jag du mich doch. Nee. Schummel nicht. Ich habe mich nur verzählt. Ich habe keinen Grund. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss ich halt laut mitzählen, damit ich mich nicht vertue. Ich muss, ne? 1, 2, 3, 4. Scheiße. 5. Und eine 6. Ah, schade. 1, 2, 3, 4, 5.
Komm, bitte eine 5. Eine 6, das ist gut. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Scheiße. Ich hätte dich noch fast bekommen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Für alle in der Kamera, hört bitte zu, wie Konrad mit mir redet. Mensch, ärgere dich nicht. Schadenfreude ist so richtig Deutsches. Guck, jetzt hast du mich aufgeschlagen. Ja, aber ich habe keine Schadenfreude. Also bist du nicht deutsch? Du bist mehr deutsch als ich. Oh, 6. Das war ein Kopf. Diese Art zu würfeln, das war so. Ups, 6. Ich wollte ihn hochnehmen, aber das ist ja runtergefallen, das 10 ist gewürfelt. Ist okay, ja. Richtig. Richtig und richtig. 3. 1, 2, 3. Let's go. Letzter. Speedrun jetzt. Und wie ist das Gefühl zu verlieren? Hm. Ist schon okay. Ja, würfel zweimal hintereinander. Das war nur so. Was habe ich denn getan? Hallo, ich war da. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ja. 10 muss man auch können. Bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Doch, bist du. Du nein, ich habe nur eklig Spaß. Gerade, deine schlimme Charakterseite kommt raus. Ja, genau. Hey, mach doch gar nichts. Ja, wir haben ja alles auf Video, Gott sei Dank. Einfach nur Fair Play. Es wird auch fair, wenn ich dich gleich vermöbel. Ja, mach doch. Das wäre ganz knapp gewesen, ne? Hättest du die 6 bekommen, dann. Vier, vier, drei. Eins, zwei, drei. Scheiße, jetzt brauche ich eine 1, ne? Ja, wahrscheinlich. Scheiße. Jetzt brauche ich keine 1. Jetzt brauche ich nur 6. Ich hab dich so. Darf ich es eigentlich dreimal würfeln? Nee, oder? Nein. Doch, ich habe doch keinen Spieler draußen. Ach so, ich weiß nicht, musst du nachschauen. Was stand denn hier drin? Ach, hier stand das nicht, ne? Nee. Egal, komm, machen wir immer nur einmal würfeln. Sehr gut für dich, dann kannst du ja aufholen. Oh, hast du die gesehen? Da war eine 6. Das war bei mir eben auch so. Du bist. Aber es ist gut, dass du deine 6 immer verschwendest, indem du dein eigenes Feld blockierst. So, komm, jetzt. Oh, wieder nichts. 3. Du weißt schon, da drinnen darf man nicht überspringen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Glaube ich. Obwohl, es kann auch sein, dass man es darf. Wollen wir es jetzt ausmachen? Nö. Also nicht? Nö. Okay. Ich bin ein fairer Spieler. Selbst wenn ich verliere, halte ich mich an die Regeln. 5. Achso, sorry, mach deine 5. Ich habe 1 gewürfelt, du kannst doch mal würfeln. 4. Guck, und jetzt holst du auf, weil das dauert richtig lange jetzt, bis ich da rauskomme. Wenn ich überhaupt rauskomme. 6. Jetzt hast du alle draus. Ja, und? Ach, da ist die 6. Guck, da ist Kante. Deine 6. Du bist dran. Da ist auch eine 6.
3, 1, 2, 3. 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kriegt man das. Oh, Glück gehabt. Ganz knappes Ding. 4. 1, 2, 3, 4. Nächste schnelle Runde. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Knappes Ding, Martha. Mhm. Schnell flüchten. Und jetzt kommt eine 6. So, nur eine 1. Schade. Da kommt die 6 für Martha. 6. Ganz wichtig jetzt hier. Schnell weg da. 1, 2, 3, 4. Knappes Ding. Du bist gemein, weißt du das? Ey, Digga, du bist gleich vom Ziel mit allen deinen Leuten. Ja, da. Aber du bist doch auch vom Ziel. Ja, aber ich muss eine 2 würfeln. Weise Entscheidung, weil sonst wäre er tot gewesen. Ja. Das wäre wild gewesen. 4. Gerade gebraucht. 4. Das wird jetzt spannend. Guck mal, und es ist auch spannend geworden, obwohl ich so weit vorne lag. Das ist halt, Mensch, ärgere dich nicht. 5 kann ich nicht. 4. 3. 4. Kann ich nicht. Du hast eine 2 oder eine 1. Die 1. Und du hast die 2. Achso, du kannst. Ich brauche eine 1. Achso. Du brauchst die 2. 2. Ja, jetzt 2 gegen 1. 4. 4. 4. 4. 1. Okay, jetzt brauchen wir beide eine 1. 5. 6. 2. 3, 2, wo ist denn die 1? Da ist sie! Du hast gewonnen. Skus, okay, skus, aber damit kann ich leben. Ich okay. Das war nur mein Fuß. Damit kann ich überleben. Ich habe noch gut aufgeholt. Ja, du hast richtig gut aufgeholt. Was möchten wir jetzt noch spielen? Oder vorbei? Oder nochmal? Nee, das war was anderes. Mühle, komm, Mühle. Nee, Mühle spiele ich nicht. Okay, wieder. Dann spielen wir dieses Spiel. Was ist denn das? Du musst mal einfach würfeln und wenn du auf die Leiter kommst, kannst du hoch. Und wer als erstes oben ankommt, bei 100. Ist das so? Geht oder das 99. Spiel so? Ja. Okay. Das heißt, du hast jetzt nur einen. Ich nehme rot, du nimmst blau, ne? Mhm. So, und wir würfeln. Mhm. Und dementsprechend, wo kannst man halt drauf kommt. Kannst du das jetzt zurückpacken, nicht, dass es verloren geht. Ja. Möchtest du mit 2 Würfeln spielen? Nee. Geht doch voll schnell vorbei. Wir können ja zweimal spielen. Aber wieso stehen da Nummern? Was hat das mit den Nummern zu tun? Welche Nummern? Hier. Ach so. Die müssen ja irgendeinen Grund haben. Yeah, also wieso die 3 da jetzt rot ist, weiß ich nicht. Aber sonst ist halt immer, dass du eine Leiter hast. Also eigentlich ist nur die 3, glaube ich. Nee, gib mir mal die Anleitung. Das ist bestimmt nicht richtig so. Doch, ich kenne das Spiel. Die 3 ist falsch eingefärbt. Außer beim Eiswagen ist irgendwas Besonderes. Kriegst du ein Eis. Stell euch mal auf ein Stativ. So. Lass es einfach so spielen, Schatz. Ja, bei allen. Nee, das macht keinen Sinn. Doch, bei allen Zahlen. Guck mal, ist rot und da ist eine Leiter. Außer bei der 3. Ja, aber dann müssten da keine Zahlen sein. Da könnten einfach nur Felder sein. Nein, aber das heißt, pass auf, hier darfst du jetzt mit der Leiter hoch.
Nein, aber wofür ist denn dann die Zahl? Die Felder könnt ihr einfach nur so... Ja, damit man einfach weiß, bei welcher Zahl man ist. Die Zahl sagt gar nichts. Es geht einfach nur bis 99. Eine Doktorarbeit machen aus keiner Doktorarbeit, ey. Leider. Wichtig zu wissen, Leitern funktionieren in beide Richtungen, ne? Das heißt, wenn du auf die 27 kommst, musst du auch wieder runter auf die 6. Ja. Aber was steht da zur 3? Nichts. Weil ich glaube, die ist einfach nur falsch eingefärbt. Am Anfang würfelt man zum Beispiel am Anfang eine 5, dann interessiert einen der rote Kreis 3 nicht. Kreis 3 ist übrigens die einzige Ausnahme, wer sich gleich nach dem Start ein Eis kaufen möchte, muss 2 Runden aussetzen. Ah, okay. Also wenn man auf die 3 kommt, muss man 2 Runden aussetzen. Ja. Okay. Steht man zum Beispiel auf Kreis 97 und würfelt statt einer 2, die man haben müsste, um direkt ins Ziel zu kommen, eine 6, muss man die restlichen 4 Augen zurücklaufen. Auf Kreis 95 Gewinner auf, achso, Gewinner ist, wer zuerst auf Kreis 99 ankommt. Okay. Genau, also wenn du hier stehst und eine 4 würfelst, 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, gut, let's go. Du darfst starten. 4. Jetzt habe ich das große Glück wahrscheinlich mit der 3. 2. Oh. Beruhig dich doch. Ja, ich wollte auf die 6. Einfach, wir spielen komplett durch, ohne einmal die Leiter zu benutzen. 6. 1, 2, 3. Ich sagte, das wird so ein Ding. Nein. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 3. 1, 2, 3. Yes, come on. Einfach halbes Feld geskippt. 2, 3. Oh, Junge. Hätte ich richtig schnell das Ding draus gemacht. 1. Ja! Also, läuft 1, die? 1, 2, 3, 4, ja. Seht ihr, wieso ich nicht gern Konrad spiele? Es macht einfach null Spaß. Es ist null Spannung. Also, jetzt bei Mensch, ärgere dich. War Spannung, ja, 1, das 2, stimmt. 3. Guck, die Spannung kommt wieder zurück. Ich bin wieder bei 56. Ja, weil 56. du oben sitzt, aber es ist trotzdem langweilig. Es macht mehr Spaß, wenn man sich überholt, wieder nicht, wiederholt. Wieder ja. Nicht. Was auch, Mann. Ich war schon da oben. Guck, du kannst da jetzt auch hinkommen und dann gewinnst du direkt. Ja, werde ich aber nicht. 1, 2, 3. Guck, ich bin... Oh, Mann. Guck. Drehst dich im Kreis. Mhm. Du läufst in die falsche Richtung. Oh. Schade. Nein. Guck, und jetzt kannst du mich. Jetzt kannst du dein Rennen machen. Mit Überholen. Meine Güte. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sagte, das ist so ein nicht endendes Spiel. Das ist doch gleich am Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast doch gesehen, ich war am Ende und dann musste ich wieder ganz zurück. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Hier. Die macht auch nur Spaß, wenn du am besten direkt in der ersten Minute gewinnst. Ja, und alle anderen noch ey, das wäre so geil gewesen, hätte ich direkt gewonnen.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Sind wir zumindest schon bei der beschissenen Leiter vorbei. 1. Können beide auf einem Feld stehen? Hast du das vorgelesen? Nee, muss weggeklickt werden. Ja, ja, genau. Wie bei Mensch ärgere dich nicht. Safe? Ich glaube schon. Nein, lies es jetzt nach, als ob man dann von Anfang an anfangen muss. Niemals. 1, 2, 3, 5, 6. Nein, nein. War das wirklich 6? Warte, hier stand ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder um die Hälfte runter. Komm, mach, gewinn das jetzt. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ciao, Kakao. Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. Guck. Ja, ich sagte, das geht nie zu Ende. 3. 1, 2, 3. Du bist 3. Ja, das ist die schlimmste Leiter. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer das Gleiche. Ja, deswegen, das ist 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt musst du eine 2 werfen. Was ist das jetzt nochmal, ne? 1, ja. Oh no. Egal, die Chance ist dann aber wieder da zu sein. 1, 2, 3, 4. Ja, die Chance ist da. So nah, aber doch so weit weg. So nah, doch so fern. 1, 2, 3, 4, 5. Guck, ich bin jetzt auch bei dir. Mhm. Naja, okay. Du bist als mehr bei das Doppelte. 5. 1, 2, 3, 4. Als mehr als das Doppelte? Ja, weil von 20 bis 60. 2, guck. Ich komme auch wieder runter. Ich wollte dich nicht alleine lassen. Ja, ja. Immer, du bist immer noch doppelt so weit. Aber du hast doch gesehen, wie schnell das gehen kann. Ja, 1, 2, 3, 4, ja. Nicht mal die eine Leiter mit paar, mit 10 Schritten gönnt. Aha, so schnell geht das. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, ist das so. Und ich gehe gleich wieder runter und runter und runter. Das geht nie vorbei, ich sag's dir. Oh Mann. Nicht wieder runter. Und jetzt noch eine 2, Martha, bitte. Ja, wahrscheinlich. 1. Du drehst dich die ganze Zeit nur da im Kreis. Was ist denn das? Die beste? Das ist die beste Leiter, ne? Die ist okay, ja. Hey, Digga, die macht richtig viel Plus. Die beiden machen richtig viel Plus. Du drehst die ganze Zeit nur im Kreis. 1, 2, 3. Ich auch, hier unten. Oh Mann, 1, 2, 3, 4, danke. Yes, endlich könnte es spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Du siehst, wie schnell das geht. Du kommst gleich hier. Ja, 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 dann bin ich hier unten. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Komm, jetzt keine 1 wieder würfeln. 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, fast wären wir beieinander. 1. Ich glaube, man muss dann auf das nächste Feld gehen. Machen wir so? Spielen wir dann mit der Regel? Welche? Dass wenn einer da steht, dann muss man auf das Feld dahinter gehen. Wie? 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir bei... Egal. Ist egal, es kommt eh nicht dazu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier. Das ist doch todeslangweilig für die Leute. Ich finde das geil. Sechs, das ist irgendwie Action. Eins, zwei, drei, vier. Man hat die ganze Zeit Angst, man fühlt sich nie sicher. Nee, nee. Zwei. Ja, super. Hättest du mal nochmal gesehen. Ja, ist so. Aber gut, das ist jetzt nicht viel, wenn du 5 Felder wieder zurückgehst. Mhm. 4.
2, 1, 2, 3. Das könnte was werden. Hast du? Ja. Ja. Endlich erlöst. Ja. Gut. Nee. Also bei uns gibt es heute zum Abendessen Tortilla-Pizza. Ja. Für Martha ganz basic, nur Tomatensauce und viele Gewürze. Und ich habe mir noch ein bisschen Rest vom Ziegenkäse, Schafskäse und ein bisschen Mais drauf gemacht. Ja. Taste-Test? Ja, dann mach mal. Soll ich dir abschneiden? Hier hast du ein Messer. Oh, ist sogar crunchy. Mhm. Du musst schneiden. Am besten mit normalem Messer. Oder mit Schere, ne? Wie du das immer machst. Zu Hause, ne? Lecker. Ja. Mhm. Aber. Schmeckt halt anders als Pizza. Ja, aber wie schmeckt es denn? Schmeckt es gut? Lecker. Ja? Ja. Gib mal ein Stück. Ich will auch probieren. Mir ist das safe zu scharf. Ich habe für dich richtig scharf gemacht. Lecker, oder? Richtig geil. Ja. Und Käse, das wird bestimmt auch gut schmecken. Ja, guck ich mal. Sonst mache ich mir auch so eine Basic One. Ich habe ja noch eine Tortilla-Dings. Sind da nur 3 drin in der Packung? Mhm. Richtige Abzocke. Aber dafür ohne Zucker. Mhm. Ja. Bei der letzten probiere ich noch, und ein bisschen mit Öl einzustreichen. Mhm. Ja. Das wird so eine Fancy One. Guck mal. Rezept. Eigentlich ganz simpel, ne? Tortillas, dann gar kein Rezept. Dann so eine Art, ja, Tomaten, Pizza, Creme, Soße, Gewürze. Naja, aber es ist ja wichtig, wie lange man das macht. Mhm. Also bei Martha habe ich so gemacht, dass ich 2 Minuten auf der einen Seite, 2 Minuten auf der anderen, bei Stufe 6 bei uns. Und dann habe ich es 5 Minuten mit Deckel zu, quasi braten lassen, kochen, wie sagt man das? Köcheln lassen? Dampfen? Ja, und dann habe ich den Deckel abgenommen und habe so nach Gefühl kross gebraten, halt immer wieder geguckt, so dass es von unten schön kross ist. Ja. Sieht jetzt nicht mehr so appetitlich aus, aber wir wollten euch nur noch mal die dritte Runde zeigen. Das sieht bestimmt voll schlimm aus mit der Tomate dann. Die sieht schlimm aus, ja. Naja, und der Teller auch so. Aber ist egal, konzentriert euch eher auf das, was drauf ist. Jetzt haben wir veganen Käse drauf, mediterran und sonst eigentlich alles gleich. Gewürze, Salz, Mais und so. Und wir ranken jetzt mal alle 3. Also die erste, nochmal für die im Video, war halt die Martha bekommen hat. Genau, die tomatige. Nur Tomate und Gewürze. Die zweite war mit dem Schafskäse. Und eigentlich wie die, genau. Und das ist jetzt veganer Gouda, ne? Veganer, ja, Käse. Genau. Ja. Soll ich anfangen? Mhm. Und ich sag dann immer direkt. Also Platz Nummer 3. Okay, ach, du machst ein Ranking. Ich dachte jetzt quasi, du bewertest die erste und dann sagst du die Punktzahl dafür. Aha. Aber kannst du auch machen. Ist also egal. Platz Nummer 3 ist für mich die. Ich mag keinen, also ich schaffe es mich nicht, mit diesem chemischen veganen Käsegeschmack anzufreunden. Und die ist ein bisschen auseinandergefallen. Aber sie schmeckt trotzdem gut. Was ich hier hinzufügen will, hier ist der Teig am besten gelungen, weil er richtig crunchy und crispy ist, finde ich. Für dich ist er zu crispy? Naja, er ist so bröselig. Ja, vielleicht war das halt der zweite, also. Der zweite war perfekt, ja. Ja, der zweite ist schon meine Nummer. Also. Deine Nummer 1? Meine Nummer 1. Warte, wie viele Punkte gibst du der Pizza? Von 1 bis 10? Ja. 5. Hätte ich auch gegeben, ja. Ja, also die davor, mit dem Schafskäse und dem Boden, das war eine 10. Okay. Da gab es keine Verbesserung, das war einfach geil.
Und Nummer 2, also Platz 2 war die erste, weil die war basic, aber ja. Die war lecker, aber nichts Besonderes. Ja. Ich finde, die erste war irgendwie geil gewürzt und da hattest du nicht so Mischmasch. Da konntest du dich so auf eine Sache quasi konzentrieren, die Tomaten mit Gewürze. Und der würde ich eine 10 geben. Und der zweiten, die wir hatten, der würde ich eine 8 geben. Weil da war irgendwie zu viel Mischmasch. Da war süß, salzig. Ich mag das. Ich brauche immer diesen Ausgleich zwischen süß und salzig. Am besten noch sauer und sonst was. Weil ich liebe das. Hat aber vielleicht auch was mit PMS zu tun, dass ich gerade diesen Geschmack, diesen intensiven Geschmack mag. Das war eine 5 und das erste war 6,5. Okay. Ja. Dann kannst du auch den Vlog verabschieden, weil ich glaube, heute filmen wir dann nicht mehr. Okay. Gute Nacht.